Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Eisenbahnromantik. In dieser Sendung sind wir in der Schweiz zu Gast. Der Hauptteil handelt von einem Oldtimer aus dem Appenzeller Land. Aber zuerst beginnen wir ganz aktuell mit der Rhätischen und der Berniner Bahn, denn die wurden vor kurzem zum UNESCO-Weltkulturerbe gekürt und wir wollten natürlich gratulieren. So präsentiert sich das jüngste UNESCO-Weltkulturerbe. Eine Eisenbahnlinie in den Bergen von Graubünden. Ihre Trasse passt sich so genial in die Landschaft ein, als sei sie zeitgleich mit der Natur entstanden. Dieser Einklang hat nun auch seine offizielle Würdigung erhalten. Seit dem 7. Juli 2008 trägt diese Linie auf 122 Kilometern Länge den Titel Weltkulturerbe. Ein weltberühmter Zug ist auch auf dieser Trasse unterwegs, der Glacier Express. Gleich wird er das wohl berühmteste Bauwerk der Strecke überqueren, den Landwasserviadukt. Eine Bogenbrücke, die in einer leichten Biegung die Landwasserschlucht überquert und ein wenig neigt sich übrigens die Trasse in 65 Metern Höhe auch nach rechts. Diese kühne Brückenkonstruktion mündet an der senkrechten Felswand in den gleichnamigen Tunnel. Ich habe das Vergnügen, ganz herzlich zu gratulieren, Herr Rudishauser. Alles Gute, auch im Namen der Redaktion von Eisenbahnromantik zum Weltkulturerbe. Herzlich. Sie sind jetzt geadelt, nicht? Ja, herzlichen Dank für die Gratulation. Freut mich sehr. Und es ist wirklich eine super internationale Auszeichnung mit einer großen Ausstrahlung. Und darüber haben wir Freude. Haben Sie darum kämpfen müssen, um diesen Titel? Ja, kämpfen muss man immer um etwas. Wir haben es allerdings auch gut geplant, gut aufgegleist. Seit Dezember 2006 war das Dossier in Paris. Dann kamen die Experten und am 7. Juli dieses Jahres war es soweit. Die Rhätische Bahn und die Berniner Bahn sind Meisterwerke des Bahnbaus. Damals hat man sich wegen der aufwendigen Linienführung für eine Gleisbreite von 1 Meter entschieden. 43,5 Zentimeter weniger als Normalspur. Von der Schönheit der Bahnen haben sich in den letzten Wochen viele Journalistenkollegen überzeugen können. Der Mediensprecher der Rhätischen Bahn wurde beinahe überrannt. Wir haben einiges erwartet, aber was auf uns zugekommen ist, das hat alles übertroffen. Also seit dem 8. Juli, also nach dem Entscheid der UNESCO-Welterbebehörde, zur Aufnahme dieser beiden Strecken in die UNESCO-Liste, werden wir überrollt. Ich bin praktisch täglich unterwegs mit Medienschaffenden aus der ganzen Welt. Also als Beispiel, wir hatten letzte Woche eine Fernseh-Equipe aus Japan hier und die deckt alleine 50 Millionen Haushaltungen ab. Also es ist ein Wahnsinn, was im Moment abläuft. Während wir uns Bergün nähern, ein Blick in die Welterbegeschichte. Im Dezember 1998 wurde die Semmeringbahn als erste Bahnstrecke zum Weltkulturerbe ernannt. Ein Jahr später folgte die Darjeeling-Bahn in Indien. Und jetzt ist die Wahl auf die kleine Route gefallen. So nennt man im Volksmund die Rhätische Bahn. Und was ist das jetzt für eine Verpflichtung für Sie? Ja, es ist Freude und Verpflichtung zugleich. Verpflichtung sicher, um dieses Erbe, diese Pioniertat, diesen Charakter zu bewahren. Das ist ganz klar, dass das im Vordergrund steht. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, unseren Gästen das kundzutun, das Welterbe erlebbar zu machen, dass wir auch Erlebnisse anbieten, noch mehr Erlebnisse anbieten. Und das ist sicher die Freude, die wir haben. Ein rotes Band der Freude weht neben der Oberleitung. 10 der 122 Kilometer sind auf diese Weise geschmückt. Hinzu kommen rote Thementürme, die an verschiedenen Orten an der Linie aufgestellt sind, mit Informationen zur Geschichte der Bahn. Der Bahnbau vor 100 Jahren war eine wahre Knochenarbeit. Eine meisterhafte Leistung der 5000 Arbeiter.
Diese Türme sollen ein halbes Jahr lang als Blickfang stehen bleiben. Später wird die Geschichte der Bahn auf Tafeln präsentiert. Vom Turm aus hat man einen bisher noch nie gekannten Blick auf die Bahn. Wissen Sie, wie viele Bauten auf dieser Liste dann stehen oder wie viele Bauten zu dieser Strecke gehören? Ja, es ist so, dass die Alberner Strecke, die besticht eigentlich durch ihre Technik. Und insgesamt haben wir 55 Tunnel und 196 Brücken, die diese Strecken, die Strecken Alberner-Berninen verzieren. Und eine Zierde sind sie wirklich, die Brücken und Tunnel. Die Strecke hinter Bergün ist ein wahres Gewirr von Kurven, Tunneln und Viadukten. Der Zug befährt 7 Viadukte, 3 Kehr- und 2 Wendetunnel und wechselt dabei 4-mal die Talseite. Die Albula-Bahn ist eine Meisterleistung der Bahnbauer. Und um diesen Genuss auch im nostalgischen Flair erleben zu können, bietet die Rätische Bahn mit dem Alpinen Klassik Pullman Express eine Fahrt im Stil der Belle Époque. Alte Wagen, die wie neu glänzen, gezogen vom braunen rätischen Krokodil auf dem Weg in den Albula-Tunnel bei Preda, einem Bahnort, der vor 100 Jahren ziemlich angesagt war. Es gibt sogar eine Ansichtskarte Preda, die Zukunftsstadt. Aber nach dem Bahnbau ist das alles verflogen wie eine Seifenblase. Es hat da vorne noch Häuser und hinter dem Bahnhof, da standen x Baracken, was aber alles abgebrochen wurde, wo der Tunnelbau fertig war. Die Talstufen zwischen Bergün und Preda stellen die größte Herausforderung für die Arbeiter dar, die zumeist aus Italien stammten. In nur 5 Jahren, von 1898 bis 1903, wird die knapp 62 Kilometer lange Strecke gebaut. Nun nähert sich unsere Fahrt dem nächsten Höhepunkt, dem Bernina-Massiv. Sie sind selber ja Rätoromane. Was sagen Sie, was sagt Ihr Herz? Ja, ich wiederhole, Allegra, Freude, nur so eine Plagiare enorm, das ist Part der UNESCO. Das heißt, wir haben eine enorme Freude, Teil dieser UNESCO-Familie zu sein. Diese Freude ist echt und sie ist berechtigt. Schauen Sie sich die Bahn an, die Bernina-Bahn. Eine rollende rote Perlenkette in einer grandiosen Landschaft. Das Projekt erstreckt sich von Tusis bis nach Tirano und erstreckt sich über eine Linie von 122 Kilometern. Startet im deutschsprachigen Raum, Tusis wird deutsch gesprochen, also Grüezi, geht dann über das Engadin, die Engiadina, romanisch, Allegra heißt es hier, und endet dann im italienischen Tirano und da heißt es Benvenuti in Italia. Es schließt nebst der Bahn ein auch die Landschaft links und rechts der Bahn. Also die Dörfer entlang der Strecke sind 20 Dörfer, die sind auch Teil des Projektes. Oder die Kulturlandschaft, die Naturlandschaft, das Berliner Gebiet. Oder das Puschlav, dort unten. Ein 25 Kilometer langes Tal mit dem Hauptort Poschiavo und dem gleichnamigen See. Zwischen St. Moritz und Tirano überwindet der Bernina Express auf 61 Kilometern Länge exakt 2300 Höhenmeter. Eines der markantesten Bauwerke der Strecke ist der Kreiskehrviadukt von Brusio. Wir haben die Fahrt etwas beschleunigt, damit wir uns ohne Verspätung einmal im Kreis drehen können. Und um den roten Thementurm. Bis zu 70 Promille geht's auf der Strecke hoch oder runter. Und das ganz ohne Zahnradantrieb. Haben Sie Angst, dass Sie jetzt überschwemmt werden von Gästen? Also ich kann Ihnen einfach sagen, wir freuen uns auf jeden Gast. Wir freuen uns auf jeden neuen Gast. Wir wollen
ihm ein Erlebnis bieten, wir wollen ihm eine gute Dienstleistung bieten. Was das konkret in Zahlen ausmachen wird, das kann ich heute noch nicht beurteilen. Die Arbeiter und Ingenieure haben vor über 100 Jahren eine grandiose Leistung vollbracht. Diese wurde nun mit dem Welterbetitel der UNESCO angemessen gewürdigt. Von mir aus brauchte die Fahrt mit dem Berliner Express nie aufzuhören, aber wir müssen weiter, auch in unsere Sendung. Aber wir bleiben in der Schweiz, wir gehen ins Appenzellerland. Dort gibt es einen alten Triebwagen, der wunderbar restauriert worden ist und der es wert ist, dass man ein Porträt über ihn sendet. Im Rücken das Alpsteinmassiv. Im Herzen eine sanfte Hügellandschaft, die bis zum Bodensee reicht. Und mittendrin, in einem Seitental, Bahnnostalgie im Appenzellerland. Dieses Land ist seine Heimat, seit nunmehr 97 Jahren. Vieles hat sich im Laufe der Zeit um ihn herum verändert. Vieles ist modern geworden. Aber er ist der Alte geblieben. An ihm wurde nichts verjüngt. Er fährt mit bewährter Technik. Dass dieses nostalgische Ensemble auf den meterspurigen Gleisen der Appenzeller Bahnen wieder entlangrollt, ist auch einer großen Traditionsliebe der Appenzeller zu ihren Bahnen zu verdanken. Hier im Kanton Appenzell, der übrigens aus zwei selbstständigen Halbkantonen besteht, nämlich Appenzell-Ausserrhoden und Innerrhoden, ist die Bahngeschichte üppig, auch leicht verwirrend. Aber dazu später mehr. Als selbstbewusst, ein wenig eigenwillig und traditionsverbunden sind die Appenzeller über ihre Kantonsgrenze hinaus bekannt. Und das ist durchaus positiv zu sehen. Sie sind mittlerweile beide Appenzeller geworden. Er, der Triebwagen, und Alexander Bless. Der Bahnhof Wasserauen ist sozusagen ihr neues Zuhause. Im Jahr 2002 hat sich Alexander Bless zusammen mit einer Handvoll Bahnliebhabern ein Ziel gesetzt: die Erhaltung dieses historischen Triebwagens. Er hatte zwar zu Beginn des 21. Jahrhunderts ausgedient, aber ein Appenzeller Bahnalltag ohne ihn war völlig undenkbar. Vielleicht liegt das daran, dass meine Großmutter direkt an den Schienen der Appenzellerbahn gewohnt hat und ich schon als Zweijähriger immer auf den Balkon rausgelaufen bin, wenn der Zug vorbeifuhr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zu den Appenzellerbahnen hatte ich immer eigentlich eine Liebe. Und diese Vereinsgründung, das war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich da auch mit dabei sein will und mithelfen will. So hat der Verein AG2 Historische Appenzellerbahnen sein erstes Projekt erfolgreich auf die Schienen gestellt. Diese Bilder erinnern an unzählige Fronarbeitsstunden in 3 Jahren. Die Appenzeller Bahnen stellten während der Weihnachtsferien alle Einrichtungen ihrer Hauptwerkstatt in Gais dem Verein zur Verfügung. 2005 war es dann geschafft. Triebwagen Nummer 2 der ehemaligen Altstätten-Gaisbahn präsentiert sich wieder in seinem ursprünglichen Rot-Crème-Anstrich. Angehängt sind das zweite und dritte Projekt, ein Sommerwagen und ein Güterwagen. Allesamt bahnhistorische Leckerbissen. Der Triebwagen war eigentlich eine Pionierleistung, wenn man bedenkt, aus dem Jahre 1911, als eigentlich die Dampftechnik noch überall präsent war, hat die kleine Altstätten-Gaisbahn bereits den elektrischen Betrieb von Anfang an aufgenommen. Und diese Fahrzeuge gehören zu den ersten elektrischen Triebwagen für gemischten Adhäsions- und Zahnradantrieb. Die historische Bedeutung dieses Fahrzeuges kann ich insofern unterstreichen, dass sein Bruder im Schweizerischen Verkehrshaus in Luzern steht. Also wir haben es hier wirklich geschafft, ein Unikat am Fahren zu erhalten. Der Blick führt ins Rheintal. Hier war seine Heimatstrecke. Mit Hilfe der Zahnstange nach dem System Strub
bezwingt ein Zug der Appenzeller Bahnen 160 Promille Steigung. Diese Strecke verbindet das Appenzeller Land mit dem Kanton St. Gallen. Und genau hier war auch sein Zuhause. Damals trug er die Nummer 17 und war einer unter vielen. Dieser Streckenabschnitt führt am Passübergang, dem Stoß, hinunter ins Rheintal nach Altstetten. Altstetten hat zwei Bahnhöfe. Den der Meterspurbahn aus dem Appenzellerland und den normalspurigen der Schweizerischen Bundesbahnen. Allerdings liegen die Bahnhöfe 1,5 Kilometer weit auseinander. Die Lücke schließen Züge der Altstetten Gaisbahn und Trambahnwagen der Rheintalischen Straßenbahn. Bei ihr war der Amateurfilmer Gebhard Zellweger als Trambahnführer angestellt. Er ist hier übrigens links im Bild höchst selbst zu sehen. . 1911 fuhr von Altstetten aus der erste Zug ins Appenzellerland. Damals noch unter der Regie der Altstetten-Gaisbahn, die 1947 mit der St. Gallen-Gais-Appenzellbahn fusionierte. Wichtig ist diese Bahnstrecke seit jeher für den Fremdenverkehr und für Transporte aller Art. Kohle für die Industrie, Vieh, Obst, Getreide, Kartoffeln, Wein und Textilien. Das Appenzellerland ist dicht bevölkert und bereits vor dem 19. Jahrhundert blüht hier die Textilindustrie mit weltweiten Handelsbeziehungen. Vom Rheintal aus ist dies der einzige Zugang per Schiene ins Appenzellerland. Auch heute noch. Über diese Steilstrecke erreichen die Züge Appenzell oder St. Gallen und Gossau mit dem Anschluss an die SBB. Und auf dieser ehemaligen Heimatstrecke soll er bald wieder anzutreffen sein. Aber noch fehlt ihm, was für eine Steilstrecke notwendig ist, der Zahnradantrieb. Zurück auf die Zahnstange, so lautet das aktuelle Projekt des Vereins. Bis es soweit ist, pendelt der Zug auf flacher Strecke zwischen Appenzell und Wasserauen, sozusagen als Berufspendler. Ob Geburtstagsfest, Hochzeit oder wie hier eine Jubiläumsfeier? Das nostalgische Ensemble bietet eine stilvolle Kulisse. In 3 Minuten Platz nehmen, bitte. Durch Sonderfahrten verdient sich der Oldtimer-Zug sein Zubrot. Der Verein hat die Patenschaft dieser Wagen von den Appenzeller Bahnen übernommen, die ihrerseits den Fahrbetrieb durchführen. Und der findet im Sommer 2008 seinen Höhepunkt. Mit Grillkohle wird hier eingeheizt, aber nicht der Lok, sondern den Dampfburgern. Die Rauchkammer dieser Zahnradlok bekommt eine ganz neue Funktion und was darin gebraten wird, sättigt hungrige Bahnfanmagen. Der Dampflokieverein Appenzeller Bahnen ist zusammen mit vielen Besuchern nach Wasserauen gekommen. Hier bündelt sich die Bahnnostalgie des Appenzellerlandes. Und einige Zeitzeugen aus der bewegten Bahngeschichte geben sich ein Stelldichein. Im Halbstundentakt pendeln 4 Nostalgiezüge auf 8 Kilometern Streckenlänge zwischen Wasserauen und Appenzell. Allesamt künden sie aus der Zeit der Bahneuphorie in diesem Teil der Ostschweiz. Das hat vor 133 Jahren begonnen, 1875, mit der Erstellung der Linie Herisau-Winkeln, die dann allerdings nur etwa 40 Jahre Bestand hatte. Und nachher hat so jede kleinräumige Region halt ihre eigene Linie gebaut. Und es hat auch sehr viele Bahnprojekte gegeben, die zueinander in Konkurrenz standen. Und so gab es, mit diesem gewissen Hang zur Eigenständigkeit, 7 Bahnen mit unterschiedlichen Stromsystemen, eigenen Bahnhöfen, normal- und schmalspurigen Strecken. Diese Privatbahngesellschaften
wechselten dann durch Fusionen ihre Namen. Und so kann die Eisenbahngeschichte in diesem Kanton für Außenstehende etwas verwirrend werden. Doch seit 2006 gibt es eine klare Lösung. Das ist die Folge verschiedener Zusammenschlüsse. Wenn ich mal beim Aktuellsten beginne, wir haben vor 2 Jahren fusioniert. Und dort wurden 4 Bahnen zusammengefasst zu den neuen Appenzeller Bahnen. Jetzt kann es keine weitere Fusion mehr geben, jetzt sind alle zusammen, also ich sage mal im Appenzellerland. Und so bedient die moderne Appenzeller Bahn den Regionalverkehr. Die Bahn zählt jährlich rund 6 Millionen Fahrgäste, wovon 2 Drittel Pendler sind und 1 Drittel Touristen. Im Hinblick auf einen regen Fremdenverkehr wurde die Strecke nach Wasserauen 1912 eröffnet. Die Erbauer hatten Großes im Sinn. Das Sentisbahnprojekt sollte bis auf den Gipfel des gleichnamigen Berges führen. Im Bahnhof Wasserauen fand dieses visionäre Projekt mit Beginn des Ersten Weltkrieges allerdings ein rasches Ende. Der Sentis wurde von hier aus nie bezwungen. An diesen Pioniergeist erinnert aber noch dieser Zug mit den letzten 2 erhaltenen Sentis-Bahnwagen. Zuglok ist der Piccolo, der Kleine, eine Rangierlokomotive von 1912. Im Bahnhof von Appenzell fährt ein weiterer Nostalgiezug ein. BCE44 mit der Betriebsnummer 30. Der Triebwagen wird hier liebevoll Strieski genannt. Bahnlinien aus allen 4 Himmelsrichtungen treffen hier zusammen. Aus St. Gallen, Gossau, Altstetten und aus Wasserauen. Auf dieser Strecke pendelt auch das Strieski. Dieses Zugpferd war ab 1933 bei der ehemaligen Appenzeller Bahn im Dienst. Es fährt nun in Begleitung. Es ist der 4. Nostalgiewagen. Das Pföffi. Das Pföffi, die Nummer 5, ist ein Triebwagen der ehemaligen St. Gallen-Gais-Appenzellbahn mit einer 2. und 3. Wagenklasse aus dem Jahr 1931, als die Strecke elektrifiziert wurde. Aus der Zeit, als es im Appenzellerland noch dampfte, aus dem Jahr 1899, stammt ein Wagen am Zugschluss. Ein offener Aussichtswagen. Er hat heute Premiere. Es ist seine erste Fahrt nach der Revision durch den Verein. Am Nachmittag wird das Zuggeschehen dann durch kräftige Windböen geschüttelt. Dieser berüchtigte Fallwind, der Lasaya, wurde der Bahn auch schon zum Verhängnis und fegte einen Regelzug schon einmal von den Schienen. Seither gibt es ein Windwarnsystem. Bei über 90 km/h wird der Betrieb eingestellt. Aber die Seilbahn fährt noch. Und aus der Höhe zeigt sich die Lage des Bahnhofs im schmalen Talgrund. Hier kann der Lasaya-Wind, benannt nach einem Waldstück, wie durch einen Kamin ins Tal hinabfegen. Diesen Wind bekamen seinerzeit sicherlich auch die Eremiten zu spüren, die hier in den Wildkirchli-Höhlen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts lebten. Mit der Ebenalpbahn gelangt man heutzutage auf bequeme Weise ins Alpsteingebirge. Viele Ausflügler und Wanderer nutzen die Appenzeller Bahnen bis Wasserauen, um dann auf die Seilbahn umzusteigen. Sie führt hinauf auf die Ebenalp in direkter Nachbarschaft des berühmten Sentis, der sich heute allerdings in Wolken hüllt. Und der Blick hinab erinnert an die Sentisbahn, die bis hierher zum Seealpsee per Zahnrad führen sollte und per Luftseilbahn hinauf zum Gipfel. Mit dem Gedanken an dieses nicht realisierte Projekt kehren wir zurück ins Schwendetal, wo unser Hauptdarsteller auf der Fahrt nach Wasserauen ist. Dass dieser Triebwagen heute fahrbar existiert, ist dem Verein AG2 Historische Appenzeller Bahnen zu verdanken. Und so ist hier ein Stück Bahngeschichte lebendig, die von allen Seiten unterstützt wird.
Der Nostalgietag ist eine Koproduktion von 6 Partnern dieser Region und er eröffnet auch Einblicke in die Arbeit des Vereins. Alle aktiven Mitglieder sind Eisenbahnfremde. Der Werkstattchef war Finanzsekretär und der Schreiner Missionar in Südamerika. Und hier wartet auch schon ein weiteres Projekt, ein dieselelektrischer Triebwagen. Er soll, wie uns gesagt wurde, der letzte weltweit sein, der noch die Originaltechnik von 1929 innehat. Gebaut wurde er für die Appenzeller Bahn aus der Not heraus. Aufgrund der Weltwirtschaftskrise waren die Kohlepreise extrem hoch und die Bahn brauchte dringend eine Alternative zu den Dampflokomotiven. Von diesem Typ gab es nur 2 Exemplare und er hier ist der einzige Überlebende. Fahren kann er nicht mehr und so wird er zusammen mit Lok 14 ins Depot rangiert. Mit seiner Wiederinbetriebnahme muss er sich noch etwas gedulden. Denn in den nächsten Jahren wird sich alles noch um ihn drehen, den Triebwagen AG2. 2011 feiert seine Heimatstrecke 100. Geburtstag. Es laufen alle Vorbereitungen, um auf die Zahnradstrecke zurückzukehren. Und das mit viel Engagement. Ja, die Bahn nimmt natürlich viel Zeit ein, das ist klar. Auch begründet durch mein Amt als Präsident in diesem Verein. Aber wir sind wirklich eine tolle Truppe und erreichen zusammen viel. Und entsprechend macht das auch Spaß. Und wenn etwas Spaß macht, ist man natürlich auch gerne bereit, etwas Zeit dafür zu investieren. Und so ganz ohne Bahn wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen Fahrt. Fahrt wird es den Vereinsmitgliedern sicherlich nie werden. Dieser Oldtimer-Zug ist der Beweis ihrer Erfolgsgeschichte. Und er verspricht mehr als nur eine Bahnfahrt. In einem Kanton, in dem es keinen Meter Gleis der Bundesbahnen gibt und keinen Meter Autobahn. Wir sagen jetzt Tschüss zum Oldtimer von Appenzell, wünschen ihm alles Gute und weiter geht es bei uns mit einem Tipp in eigener Sache. Die schönsten Bahnmotive von Januar bis Dezember. Für das Jahr 2009 bieten wir Ihnen wieder 12-mal Eisenbahnromantik im Kalenderformat. Auf der Monatsrückseite Zusatzinformationen zu den Bahnen im In- und Ausland und wir zeigen Ihnen, wo Eisenbahnromantik am schönsten ist. Den Kalender erhalten Sie für 19,80 € in allen gut sortierten Buchhandlungen. Das war Eisenbahnromantik, liebe Zuschauer, heute mit einem zauberhaften Ausflug in die Schweiz. Wir sehen uns wieder, das hoffe ich zumindest, heute in einer Woche. Bis denn und tschüss.